Handlungs Aesops über offensichtliche Falschheit und reine Unschuld. Der Wolf und das Lamm. Der Wolf und das Lamm, beide durstig, kamen zum Bach, um ihren Durst zu stillen. Der Wolf trank oben vom Bach, das Lamm unten. Als der Wolf das Lamm sah, sagte er: Immer wenn ich trinke, trübst du mir das Wasser. Wie könnte ich dir nur das Wasser trüben, wenn es von dir zu mir fließt, sagte das Lamm. Der Wolf, nicht erfreut, die Wahrheit zu hören, ärgerte sich. Welchen Vorwurf machst du mir da? Ich mache dir keinen Vorwurf, sagte das Lamm. Vor einem halben Jahr tat dein Vater dasselbe, sagte der Wolf. Was kann ich denn dafür, sagte das Lamm. Da war ich doch noch nicht auf dieser Welt. Der Wolf sagte: Meine Felder grastest du zum Verödeten. Wie könnte ich denn? Ich habe doch noch keine Zähne, sagte das Lamm. Der Wolf sagte nun wütend: Deine Ausreden will ich nicht hören. All das Unrecht, das du mir antust, will ich nun mit dir abrechnen. Er zerriss das Lämmchen und verschlang es. Die Abhandlung weist auf verlogene Klatscher und Lügner, die die Wahrheit zu ihrem Gunsten verbinden und Unschuldige dann ohne Mitgefühl und Vernunft bestrafen. Viele solche Wölfe leben unter uns.